Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem GDW Meets DB Talk im Rahmen unserer Journey to Diversity. Ich freue mich unglaublich, dass ich jetzt eine Gästin virtuell zugeschaltet habe, die tatsächlich für zum einen die komplette Kooperation seitens GDW und DB auch verantwortlich ist, die das eigentlich alles mit in die Wege geleitet hat und dafür gekämpft hat, dass wir das machen. Außerdem uns wirklich tatkräftig in der Journey to Diversity unterstützt mit ihrem ganzen Team und ihren Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und dass sie zugesagt hat, mit mir heute über das Thema digitale Transformation zu sprechen. Sie ist nämlich tatsächlich auch die Head of Digital Transformation. Miriam Kotte. Miriam, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tijen, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und ich sehe gerade virtuell, hast du ja schon mal einen perfekten Hintergrund. Genau, virtuell bin ich bei uns in der Digital Base, unserem Standort für neues Arbeiten bei der DB. Und das ist tatsächlich in Berlin. Ich war ja auch mal vor Ort. Es fühlt sich ehrlich gesagt auch wie so eine andere Welt an. Und deswegen hast du dir gedacht, nehme ich doch mal den Hintergrund, damit du zumindest das Feeling noch hast, oder? Genau, ich sitze zwar in meinem Homeoffice, aber mit dem Herzen bin ich dann doch in der Digital Base und auch mit dem Herzen bei den Kollegen. Ich habe es gesagt, du bist diejenige, die ja schon vor längerer Zeit gesagt hat, dass mit der Kooperation GDW und DB ist total wichtig und hast das wirklich intensiv vorangetrieben, was ich großartig finde, und Stichwort vorantreiben. Das machst du auch im Bereich digitale Transformation bei euch. Du machst das nicht alleine, du teilst dir die Position mit Janina, mit deiner Kollegin, darauf werden wir später noch eingehen. Aber was genau ist dein Job? Genau, ich leite mit Janina gemeinsam die Abteilung Digitale Transformation. Wir machen das gemeinsam im Jobsharing mit geteilter Verantwortung. Und gemeinsam mit unserem Team Digitale Transformation stellen wir bei uns den Menschen in den Vordergrund. Und mit den Menschen meine ich bei uns bei der Deutschen Bahn die Mitarbeitenden, um halt auch die Chancen und die Voraussetzungen des digitalen Zeitalters zu nutzen und uns halt dafür auch bereit zu machen. Also die Welt und auch insbesondere die Arbeitswelt wird sich durch den Einsatz neuer Technologien wie halt künstliche Intelligenz, wie Robotics halt immer weiter verändern. Und unsere Aufgabe ist es, zum Beispiel Akzeptanz für die Anwendung neuer Technologien zu schaffen, Voraussetzungen auch für die Umsetzung zu schaffen, Kompetenzen aufzubauen und ein erfolgreiches Zusammenspiel von Mensch und Technologie zu fördern. Und dabei fokussieren wir uns auf vier Fokusbereiche. Also wir setzen als erstes den Fokus auf das Thema digitales Verständnis und Veränderung. Also ein digitales Verständnis erstmal zu schaffen, ein digitales Mindset zu fördern. Das heißt halt ganz viel in die Kommunikation in dem Konzern zu gehen, aber auch konkrete Veränderungen in Projekten zu unterstützen und da halt auch die neue Anwendung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz dann auch in Projekten zu begleiten. Der zweite Punkt ist, es geht halt alles rund um das Thema Kompetenzen. Also digitale Kompetenzen halt auch zu schauen, welche brauchen wir denn da für die neuen Arbeitswelten, aber halt auch dann konkrete Talente zu fördern. Also insbesondere auch Nachwuchskräfte wie unsere digitalen Trainees. Und genau, also darüber hinaus, wir haben ja darüber schon gesprochen, die Digital Base, das ist halt unser Standort, den wir auch verantworten. Und in diesem Rahmen sind uns neue Arbeitsweisen und neue Arbeitswelten wichtig, diese zu verproben, diese anwendbar zu machen und dann halt auch für den Konzern halt auch wirklich in die Anwendung zu bringen. Und last but not least, da liegt das Thema Corporate Entrepreneurship bei uns, unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern und die Mitarbeiter auch zu befähigen, eigene Innovationen voranzubringen. Also ein breites Feld, genau, was wir mit unserem Team verantworten und was wahnsinnig viel Spaß macht. Mit eurem Team, und dann seid ihr auch noch in der Doppelspitze. Ich will gleich erfahren, wie das tatsächlich auch ist und ob es wirklich auch hilft, gerade im Bereich digitale Transformation, wenn im Grunde vier Augen drauf schauen, ob es dann tatsächlich besser ist. Aber lass uns einen Moment noch bei dem Bereich Kompetenzen und Technologien bleiben. Du hast es gerade gesagt, das eine ist sozusagen die Technologie an sich. Das wird ja immer im Bereich digitale Transformation diskutiert.
Aber relativ schnell kommt es in der Diskussion dann zu dem Punkt, dass viele Unternehmen und Unternehmensvertreterinnen und Vertreter sagen, am Ende des Tages, wie du auch vorhin sagtest, ist es der Mensch. Also es geht wirklich auch um Kompetenzbildung und Erweiterung. Bei der DB, wie macht ihr das? Also wie fördert ihr diesen Aufbau verschiedener Kompetenzen bei euren Kolleginnen und Kollegen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Basis ist dafür unsere Digital- und Technikstrategie, also mit dem Ziel, Mobilität halt auch als hochintelligentes Gesamtsystem zu ermöglichen. Und da setzen wir uns als Deutsche Bahn immer wieder mit neuen Technologien auseinander, diese zu verstehen und bestmöglich für uns zu nutzen. Und dann evaluieren wir bei uns im Team, welche Kompetenzen wir auch dafür benötigen, um diesen technologischen Fortschritt halt auch für uns nutzbar zu machen. Und schauen wir natürlich, welche Kompetenzen sind das. Die priorisieren wir dann halt auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsfeldern. Da sind wir viel im Dialog und schauen halt, welche sind für uns besonders relevant, wo wir ansetzen sollten. Und um mal ein konkretes Beispiel halt auch zu geben, sind wir da im Moment insbesondere in dem Fokus digitaler Produktentwicklung unterwegs, weil gerade das Thema, die Kompetenzen im Bereich digitaler Produktentwicklung und gerade so diese Funktion des Product Owners einfach wahnsinnig wichtig ist, um digitale Projekte, digitale Themen halt auch wirklich voranzubringen, da immer iterativ zu arbeiten, die ganzen Anforderungen zu priorisieren und dann auch wirklich Dinge auf die Schiene oder auf die Straße zu bringen. Und da haben wir dann jetzt halt auch haben das Thema aufgenommen in meinem Team, arbeiten da jetzt im Netzwerk mit den Geschäftsfeldern dran, ein Programm aufzusetzen und sind dabei, jetzt ein konkretes Programm auch zu gestalten mit unterschiedlichen Elementen, also mit Trainings, mit Praxiselementen, mit auch ein Netzwerk aufzubauen und nutzen da schon viel Know-how, was halt auch bei uns im Konzern ist. Also wir haben ja auch viele Trainings, die halt auch schon in die Richtung gehen, plus halt auch Erfahrungen. Also wir stellen da halt den Product Ownern oder den Product Ownern in im Training dann halt auch einen Coach an die Seite, einen erfahrenen Product Owner, um dann auch wirklich in der Praxis einen Transfer sicherzustellen. Und das bringen wir jetzt halt stellen wir jetzt halt auf die Beine, pilotieren das Ganze und im Januar führen wir dann die Ergebnisse zusammen und schauen, wie wir das dann halt auch weiter ausrollen können. Was müssen wir noch anpassen? Wie geht es dann halt im nächsten Jahr weiter? Bedeutet, wahrscheinlich ist es so, dass ihr euch mit dem Team eigentlich im permanenten Wandel befindet. Also ich kann mir vorstellen, dass das, was ihr macht, es ja vorher in der Art und Weise nicht gab. Also ihr definiert ja ganz viel neu und versucht natürlich auch, die Menschen zu begeistern, zu sagen, hey, ja, ich gehe den Step mit und gehe mal in die Richtung statt in die andere Richtung. Beim Thema Wandel, auch da, wenn man im Bereich digitale Transformation unterwegs ist, finde ich, auch gerade in Diskussionsrunden, kommt meistens ein Buzzword, das eigentlich immer in jeder Diskussion stattfindet. Du grinst schon, du weißt schon, welches es ist. Es ist nämlich New Work. Das kommt immer wieder, das heißt eine neue Arbeitskultur. Wir brauchen generell eine neue Arbeitskultur, gerade auch in großen, gewachsenen Unternehmen und Unternehmensstrukturen. Wie setzt ihr im Bereich digitale Transformation New Work am Ende des Tages auch um? Was macht ihr da? Ja, also das Thema Arbeitsweisen und Welten beschäftigt uns sehr. Und was wir im Anfang dieses Jahres halt auch gemacht haben, ist mal so die ganzen Aktivitäten der Deutschen Bahn halt mal zusammenzubringen. Und da haben wir das Handbuch der neuen Arbeit gemeinsam halt auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen im Konzern gestaltet und da halt so einen Rahmen gegeben und halt auch Transparenz geschaffen, um mal zu schauen, wie wir denn in diesem Bereich unterwegs sind. Also wo arbeiten wir in neuen Formen der Zusammenarbeit, in der Organisation, in der Kollaboration. Und wir können da natürlich einiges halt auch selber ausprobieren und in den Konzern bringen. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen. Also es gibt halt ganz viele Quellen in dem Konzern, wo halt auch schon neue Arbeit gelebt wird. Und das hat mich ehrlich gesagt auch
wahnsinnig begeistert, wie viele positive Beispiele es da schon gibt in dem Konzern. Und das war schön, dann auch diese Transparenz darüber zu haben und diese Praxisbeispiele und halt auch gerade für die Personen das zu ermöglichen, die noch nicht so stark in dem Thema drin sind, halt an ganz konkreten Beispielen zu sehen, wie sind wir da unterwegs, wer sind auch die handelnden Personen dahinter, wen kann ich ansprechen, wo kann ich mir da auch Inspiration holen. Und was zum Beispiel sind wir halt bei der Deutschen Bahn halt auch schon in vielen selbstorganisierten Teams unterwegs. Also zum Beispiel unsere DB Akademie, die den Bereich, wo die Trainings der Führungskräfte verantwortet sind, ist selbstorganisiert aufgestellt. Unser IT-Dienstleister ist in der Transformation, aber halt auch operative Bereiche, wie zum Beispiel die Südostbayernbahn, arbeitet halt schon selbstorganisiert. Und das ist halt sehr spannend, da genau diese Beispiele zu sehen. Stichwort Selbstorganisation bzw. Organisation. Jetzt machst du das vor allem in der Spitze, in der Führung ja nicht alleine. Du hast eine großartige Kollegin, die ich auch kenne, Janina, mit der du gemeinsam den Bereich auch leitest. In der Politik würde man sagen, du bist in einer Doppelspitze unterwegs. Jetzt ist es so, dass das ja ein sehr, ich sag mal, heißes Thema ist in der Wirtschaft. Ja, also so das Thema auch Shared Leadership, Mixed Leadership Teams und. Und ich weiß, als ihr sozusagen gesagt habt, dass ihr das macht und da auch über die sozialen Medien das praktisch announced habt, kam da ja sehr viel positives Feedback zurück. Ist das etwas, wo du sagst, ja, im Bereich der digitalen Transformation hilft es definitiv, in so einer Konstellation auch in der Führung zu sein? Also wir sind ja kontinuierlich halt auch in Veränderung. Also durch das Thema Digitalisierung gibt es immer neue Entwicklungen und dadurch müssen wir halt als Bereich digitale Transformation auch kontinuierlich in Veränderung und sein. Und was es halt hilft, ist insbesondere bei so einem Thema die unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Also es ist halt nicht nur eine Person, sondern es sind halt zwei, die diesen Bereich leiten. Und genau, wir machen das halt gemeinsam. Wir bringen beide unsere Perspektiven mit rein und können dadurch halt auch reflektierte Entscheidungen treffen. Also das hat sich halt an vielen Stellen schon bewährt. Also ich habe durch die Doppelspitze mit Janina teilen wir halt die Verantwortung. Und ich habe für jedes Thema auch jemanden, mit dem ich dann bei bestimmten Themen dann wirklich ins Detail gehen kann. Ne? Wir können, wenn Dinge, das kann man natürlich nicht bei jedem Thema machen, sonst würde uns die Zeit natürlich davonrennen, aber wenn wir mal wirklich so ein knackiges Thema haben, wo wir sagen, so, da, das ist jetzt extrem wichtig für uns, dann nehmen wir uns gemeinsam die Zeit, wir sind beide im Thema drin, wir können das Thema halt diskutieren, voranbringen und schaffen es dann halt auch, eine bessere Entscheidung dann halt auch zu treffen. Die Basis dafür ist natürlich, für diese geteilte Verantwortung ist natürlich sehr viel Vertrauen. Ja? Also Vertrauen dann auch um Rat zu fragen und auch Dinge gemeinsam zu machen, Vertrauen halt auch in die Entscheidung der anderen, weil ich auch nicht überall mit einbezogen bin. Ne? Also Janina wird natürlich auch Entscheidungen treffen ohne mich und dann halt auch dahinter zu stehen. Das ist eine extrem positive Erfahrung, die ich mache. Wir sind ja auch erst im April gestartet, also wir sind dann auch noch auf der Reise, probieren halt Dinge aus und es macht aber unwahrscheinlich viel Spaß und bringt uns halt auch voran. Das glaube ich, vor allem ist es natürlich auch eine sehr spannende Zeit, wo ihr natürlich auch zusammen unterwegs seid und natürlich auch diese herausfordernde Situation gemeinsam tatsächlich meistern könnt. Und da kann ich mir vorstellen, dass diese Perspektivenvielfalt im Alltag, gerade auch im Bereich digitale Transformation, extrem, extrem hilft. Man sagt ja auch sozusagen, ne? Also je vielfältiger die Perspektiven, desto innovativer ist das Ergebnis. Und daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihr da ein guter Sparring an der Stelle seid. Das heißt, ihr geht
finde ich, einen absolut neuen Weg an der Stelle. Und Stichwort neuer Weg. Du hast vorhin über das Thema New Work gesprochen und gerade auch im Kontext von digitaler Transformation, was es für euch, für dich auch in deinem Bereich, in eurem Bereich bedeutet. Wo geht ihr jetzt in eurer Arbeit tatsächlich neue Wege im Bereich neuer Arbeitskultur? Hast du da Beispiele, wo du sagst, das haben wir in den letzten Monaten, Wochen, wie auch immer, je nachdem wie eure Zeitrechnung ist, ausprobiert und das läuft ziemlich gut? Also wir bringen halt unterschiedliche Methoden in den Konzern, wie halt auch zum Beispiel Working Out Loud, um halt auch die wachsenden Anforderungen in der digitalisierten Welt dann halt auch gerecht zu werden, insbesondere diese Vernetzungskompetenz zu entwickeln. Wir haben ja halt auch die Digital Base, die wir als Ort haben, wo wir natürlich jetzt auch in sehr vielen virtuellen Formaten unterwegs sind. Es ist ja nicht nur ein Ort, wo man präsent sein kann, sondern halt auch ein Ort, wo man in anderen Formaten zusammenkommt. Und haben halt auch eine Online-Konferenz, Woche der neuen Arbeit, gestaltet, wo wir in unterschiedlichen Formaten Angebote für Mitarbeitende geschafft haben. Also da bringen wir halt unterschiedliche Formate, unterschiedliche Dinge so rund um das Thema New Work in den Konzern. Und für uns in der Abteilung ist es uns auch wichtig, da Dinge auch selber auszuprobieren und zu pilotieren. Und was uns halt auch gerade im Rahmen der jetzigen Zeit, wo wir halt auch sehr, sehr viel im Homeoffice arbeiten, halt auch wichtig ist, ist, dass wir da gut im Team zusammenarbeiten können. Und dadurch haben wir halt unterschiedliche Formate für uns entwickelt. Also zum einen natürlich formellen Austausch, inhaltlichen Austausch über Jobfixe, über bilaterale Abstimmungen, über inhaltlich an den Themen zu arbeiten. Aber wir haben halt auch viel Raum geschaffen, um informellen Austausch zu fördern. Also sei es montagmorgens mit einem Morning-Check-In, mit einem Kaffee dann im Team zu starten und dann halt auch zu erfahren, wie denn das Wochenende war, was denn halt die Kollegen und Kolleginnen halt auch bewegt hat über das Wochenende. Und dann freitags genauso, freitags früh dann auch nochmal so, was ist denn die Vorfreude aufs Wochenende oder was ist dann halt auch in der Woche passiert? Oder auch so ein Lunch-Roulette, was wir innerhalb des gesamten CDO-Bereichs haben, um einfach informell auch wirklich im Austausch zu sein. Weil das ist das, was mir persönlich auch am meisten fehlt in der jetzigen Zeit. Also der persönliche Austausch, die Coffee-Chats, die Fahrstuhl-Chats, wo man mal kurz erfährt, was denn halt los ist, was die aktuellen Themen ist und auch ja mitbekommt, wie es den Menschen geht. Ja? Probieren wir halt auch immer unterschiedliche Formate aus, entwickeln die halt weiter und machen halt auch regelmäßig in unserem Team auch Retroperspektiven. Also dass wir so alle, ich sag mal, 6 bis 8 Wochen uns auch wirklich die Zeit nehmen und nicht nur im System arbeiten, sondern auch an unserem System und dann im Team schauen, was haben wir dann halt auch schon erreicht, also auch mal so innezuhalten und was waren denn unsere Erfolge in den letzten Wochen. Die kommen sonst manchmal halt auch einfach zu kurz, ne? Also zu sagen, wirklich, was haben wir halt geschafft und was wollen wir halt auch noch verbessern und dann auch wirklich die Energie im Team zu nutzen und im Team halt zu schauen, was sind die Themen, die uns beschäftigen und woran wir arbeiten wollen. Und dann ist es halt nichts, was Janina und ich vorgeben und sagen, ja, an dem und dem Thema muss gearbeitet werden, sondern das ist halt das, wo die Energie im Team da ist, wo die Motivation da ist, wo sie sagen, daran möchte ich halt gerne arbeiten. Das Thema nehme ich mir halt mit und dann gehen wir das halt auch an. Und das finde ich halt für uns im Team halt auch in der Entwicklung extrem wichtig. Das ist ganz interessant, was du sagst. Ich musste gerade auch dran denken, diese Zufälligkeiten, die du beschreibst, dieses mal im Fahrstuhl nebeneinander stehen oder bei euch in der Base, was ich ja auch weiß, mal im Coffee Corner sozusagen zu sein und nebeneinander zu sein und ins Gespräch zu kommen. Das ist tatsächlich etwas, was wegfällt. Also das ist, merke ich auch in meiner Arbeit,
musst du stärker ritualisieren. Also du musst dich im Grunde stärker disziplinieren, diese Orte zu schaffen. Und was ich mir jetzt gemerkt habe, ist, wie hast du es genannt? Lunch Roulette, richtig? Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit reinnehmen, auch in unsere Arbeit. Und was ganz toll ist, was du auch sagst, freitags auch mit etwas Positivem sozusagen ins Wochenende zu starten. Das haben wir bei GDW auch so ein sogenanntes Success Meeting an der Stelle. Miriam, vielen, vielen Dank für diesen komprimierten Überblick über das Thema digitale Transformation. Wir sind eingetaucht in deinen euren Themenbereich. Ich glaube, wir sind in sehr, sehr spannenden Zeiten und treiben Wandel gemeinsam voran. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Und danke nochmal für die großartige Unterstützung. Danke für die Insights. Sehr gerne. Vielen Dank, Tijen.